Meine Damen und Herren, ein recht herzliches Willkommen zu den von euch gewünschten Top 5 meiner Lieblings-Pokémon. Ich werde euch meine 5 liebsten Pokémon aus dem gesamten Pokémon-Universum vorstellen und wünsche euch hiermit viel Spaß. Platz Nummer 5. Auf Platz 5 befindet sich mein treuestes Starter-Pokémon, natürlich auch mein erstes Starter-Pokémon und auch das erste Pokémon, was ich in der zweiten Generation hatte, nämlich Feuerigel. In den über 50 neuen Spielen, die ich in Pokémon Gold und Silber begonnen habe, war Feuerigel eigentlich immer mein Starter Nummer 1 gewesen. Und falls ich mich seltsamerweise dagegen entschieden hatte, war es immer so, dass ich in Dukasia City spätestens den Pokéross bekommen hatte. Und mal ehrlich, wer weiß schon mit 8 Jahren, dass Pokéross nicht schlecht ist, sondern was Gutes ist. Deswegen habe ich aus voller Sorge nach meinen Pokémon lieber ein neues Spiel begonnen, bevor sie noch anfangen zu sterben vor Krankheit. Und die Wahl fiel, man glaube es kaum, wieder auf Feuerigel. So war und ist Feuerigel nicht nur eins meiner treuesten Pokémon, das mich begleitet hat, sondern wohl auch eins der gesündesten. Deswegen Platz Nummer 5 für das liebe Feuerigel. Platz Nummer 4. Auch auf dem 4. Platz befindet sich ein Starter-Pokémon. Und das ist seltsamerweise vom Typ Pflanze, für das ich mich persönlich eigentlich sehr, sehr selten entscheide. Um genau zu sein, eigentlich gar nicht. Nun ja, bis das Pokémon Bautz kam und wirklich alles änderte. Nicht nur, dass die Artworks von den Pokémon mega süß sind, nein, es kann auch noch viel, viel mehr. In seiner Weiterentwicklung beispielsweise kann es den Gegner daran hindern, den Kampf auszuwechseln mit der Attacke Schattenfessel. Doch auch wenn Bautz selbst die Kategorie Laubflügel innehat, so ähnelt es einer Eule und kann deswegen auch seinen Kopf drehen. Und um ehrlich zu sein, sieht das verdammt sweet aus, wieso ich mich für das Pokémon doch sehr schnell entschieden hatte. Deswegen, liebes Bautz, lass dich in den Arm nehmen und mit mir eine Runde kuscheln. Platz Nummer 3. Kommen wir nun auch zu einem Pokémon, was mal kein Starter-Pokémon ist. Nun ja, sofern man Mystery Dungeon rausnimmt. In der deutschen Pokémon-Liga war es wohl einer meiner treuesten Begleiter gewesen und mitunter eins der Pokémon, mit dem ich die kreativsten Sets ausprobiert habe. Machomai. Das Pokémon wechselt zwar mehrmals das Tier mittlerweile, aber ich muss sagen, dass Machomai, denke ich, doch ein potenzieller Kandidat fürs OU-Tier irgendwann wird. Aber auch durch seine Fähigkeit Adrenalin kann dieses Pokémon sehr schnell gefährlich werden. Die wenigsten wissen hierbei, dass auch im Schlaf Machomai den 50% Boost durch Adrenalin bekommt und deswegen auch sehr gefährlich werden kann. Alles in allem habe ich Machomai vor allen Dingen in den Wi-Fi Battles sehr lieb gewonnen und deswegen ist es auch zu meinem Signature-Pokémon geworden. Alles in allem hat mich aber Macholo und seine Weiterentwicklungsreihe nicht wirklich in den Abenteuern sehr oft begleitet, wieso hier Machomai nur auf Platz 3 meiner liebsten Pokémon kommt. Platz 2. Um ganz genau zu sein, sind es eigentlich 2 Pokémon, die sich auf dem 2. Platz befinden. Nun ja, aber auch wegen ihrer Hintergrundgeschichte. Plusle und Minun haben für mich eine sehr persönliche Bedeutung und das auch nicht von ungefähr. Denn durch diese beiden Pokémon konnte ich sehr viele Freundschaften schließen. Doch wie kam es dazu? Dazu müsst ihr eigentlich nur wissen, dass ich damals auf der Schule auf meinem Bus sehr, sehr lange warten musste, obwohl ich eigentlich nur 5 Kilometer von der Schule weg wohnte. Beim Warten fiel mir ein Junge auf, der auf seine Pokémon Blattgrüne Edition starrte und auch auf denselben Bus wartete wie ich. Und so kam es, dass wir über Pokémon halt eben ins Gespräch kamen und schließlich daraus sich eine Freundschaft entwickelte. Interessanterweise waren die ersten Pokémon, die wir getauscht haben, Plusle und Minun gewesen, die ich übrigens bis heute noch innehabe. Ferner war es denn auch so, dass er einen Kumpel mitgebracht hatte, den ich übrigens nicht wirklich aus dem Ort kannte, aber hey, Hauptsache mehr Leute, mehr Spaß. Und das erste Pokémon, was er mir dann schließlich zum Tausch anbot, war ein Minun Level 100 gewesen, was dann schon wirklich kurios war. Schließlich hatten sie sich weder abgesprochen, noch wusste der eine vom anderen, dass Plusle oder Minun überhaupt trainiert wurde. Das heißt, aus diesen beiden Pokémon entstanden 2 Freundschaften, die bis heute andauern. Es kommt also nicht von ungefähr, dass ich mit diesen beiden Pokémon eine so innige Verbindung habe. Platz 1.
Wisst ihr, es gibt viele tolle Pokémon auch von der ersten Generation, auch wenn einige Artworks durchaus fraglich sind. Aber es gab eine Entwicklungsreihe und ein Pokémon, das mir besonders zugesagt hat, nämlich Dragoran. Hübsch, anmutig und stark, das sind die Merkmale von Dragoran. Wenn ich an jemanden scheiterte in der zweiten Generation, dann war es leider Siegfried. Dieser ätzte mich förmlich mit seinen Drachen-Pokémon an. Da kam mir natürlich die weise Idee, selbst ein Drachen-Pokémon zu trainieren und entschied mich halt eben für Dragoran. Der Weg zu Dragoran war aber sehr steinig und schwer und das hatte mir manchmal echt die Hoffnung geraubt, wirklich ein starkes Pokémon daraus zu bekommen. Doch meine Mühen wurden belohnt, so schaffte ich es neben Siegfried auch schließlich Rot mit Dragoran in die Schranken zu weisen. Vorher mühte ich mich gegen Rot immer ab und musste zahlreiche Top-Genesungen und Top-Tränke verwenden, um überhaupt eine Chance gegen Rot zu haben. Dragoran regelte, immer und immer wieder, und das Pokémon ließ mich nie im Stich. Sowohl im als auch nach dem Abenteuer. Und so ist eben Dragoran mein persönlicher Favorit, bis heute. Falls ihr also je ein Dragoran bei mir im Kampf sehen solltet, seid gewappnet, denn ich bin mit diesem Pokémon super versiert. Und eure Pokémon sollten sich dann besser warm anziehen, denn das wird kein leichter Kampf. Ja, meine Damen und Herren, das waren sie, die Top 5 meiner Lieblings-Pokémon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken, hypen nicht vergessen. Ihr habt es euch ja hier an der Stelle gewünscht. Und falls ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpassen wollt, könnt ihr mich gerne mittels des Abonnieren-Buttons abonnieren. Doch wie immer hier an der Stelle verabschiede ich mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.